So, willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 25. Oh, jetzt ist gerade ein bisschen langweilig, ne? Da geht gerade nichts. Oh, der liefert 20%. Der hat schon mal angefangen hier abzubauen. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Das heißt, es kommt noch mehr Eisen. Und es gibt noch mehr zu schmelzen. Ich bekomme noch mehr Waffen. Und ich kann ihm noch mehr in den Arsch treten, wenn es soweit ist. Und hier züchte ich gerade Unteroffiziere und anderes Zeug. Also wirklich geil, Mann. Und ich kann es sogar schon manuell sagen, bitte einmal mehr Soldaten produzieren. Auch nicht schlecht. So. Also hier unten wird jetzt gerade noch die Baustelle vorbereitet für eine Festung. Hier oben habe ich nochmal zum Steinabbauen einen hochgejagt. Wir brauchen noch ein bisschen was. Das ist fertiggestellt. Hier werden wir jetzt dann demnächst den etwas wegdrücken. Den Arsch. Bekommen auch schon Soldaten, so wie es aussieht. Zwei Stück. Dann wird hier jetzt demnächst leer sein, weil da brauchen wir auch keine. Hier brauchen wir unsere Soldaten. Hier muss ja auch Züchter anfangen. Und wir haben hier sogar schon richtig gute. Und wir können auch, wenn es zum Krieg kommen sollte, auch die Gebäude besetzen. Zumindest mal ein Teil. So, hoffentlich wird dann bald hier unten mal das Gebäude für diese. Und da werde ich auch demnächst angreifen, weil der geht mir sowieso auf den Sack. Ich hasse den. Echt ohne Scheiß, Mann. Der muss weg hier. So. Die Schmelze hat nichts mehr zu tun. Mir fehlt Kohle. Also Kohle fehlt in letzter Zeit öfters mal, ne? Vielleicht sollte ich doch noch die Kohlemine anschließen. Wie sieht's aus mit dem Essen? Lässt sogar zu. Haha. Wahnsinn. Also gut, machen wir das. 80%, der hier hat 46. Ui. Ja, meine Herren. Naja, irgendwann fangen sie dann wieder an, die Kohle einzulagern. Ist mir aber scheißegal. Wieso kriegt ihr die Schilder nicht ins Lager? Hallo? Geht's noch? Was ist mit euch los? So, jetzt. Gold kommt auch. Oh, wieder ein Soldat mehr. Ups. Was ist? Gebäude besetzt! Yes! 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 Gehen wir gleich weiter. Säcke. Meint ihr, wir kriegen da unten das Gebäude gebaut oder eher nicht? Okay, am Holz wird es nicht liegen. Aber am Stein vielleicht. Der kommt auch hier schon. Die Frage ist, schaffen wir es, bevor er was fertig hat? Das ist immer interessant, ne? Also vielleicht... Moment mal. Dem fehlt es am Material, ne? Wir versuchen es einfach. Mehr als schief gehen kann es nicht. Wir müssen ja kein überdimensioniertes Gebäude bauen, es reicht auch so eins. Hauptsache, wir können uns verteidigen mit damit. So. Ey, wir können dem eigentlich voll die Schneise hier reinziehen, nach unten. Das wird mir irgendwie nicht passen. So. Also von den Waffen her werden wir keine Probleme haben. Wie sieht's aus? Jawohl. Wir riskieren einfach mal den Versuch. Oder muss erst noch einer kommen und eben planieren? Ach scheiße. Schade. Oh, sie greifen an. Einmal bitte Gebäude voll machen. Okay, wir müssen leider unsere Soldaten rausschicken. Weil wir werden hier wahrscheinlich Probleme kriegen, ja. Gut, dass ich es gleich gemerkt habe. Vielleicht schaffe ich es noch ohne
große Verluste hier, die Leute hinzuschicken. Oh, scheiße. Angriff! Shit! Wir haben jetzt nicht die große Besetzung drin, aber es kommt schon Hilfe. Hilfe naht! Zumindest mal die Besetzung kommt. Ich hoffe, es reicht auch von den Soldaten her. Oh, das wird eng werden. Ich denke mal, dass da nicht mal alles so wirklich da oben ankommen wird. Scheiße. Obwohl, da kommt schon einer. Ah! Nice, komm bitte, geh da hin. Ja, sehr schön. Geh rein da. Du Arsch. Ey, was soll denn das jetzt hier? Ich glaube, ich werde meine Soldaten dann in dem Fall draußen lassen und nicht mehr zurückhalten. Oh, hat's einen erwischt? Hey, wieso darf der nicht rein? Das ist ja unfair. Ist ja doof. Ja, haben geschafft, jawohl. Darf er jetzt rein? Ja, warum nicht? Hey! Das ist ja doof. Darf er wenigstens mal helfen? Ah, endlich. Wenn sie nämlich jetzt platt machen, kommt nämlich ein neuer. Darf er dann reingehen eigentlich? Ich denke ja, normal schon, oder? Ey! Du hast mich platt gemacht. Ihr Wichser. Was soll denn das? Was? Nochmal? Land verloren. Ah, okay. Also wenn sie die Minen da oben einnehmen, das ist ja schlecht für mich. Aber bis jetzt kriegen sie einen auf das Sack hier. Scheiße, da müssen leider keine mehr vorbeilaufen. Da oben. Das ist nicht gut. So, aber... Die haben auch gar nicht so viel geschickt, sehe ich. Ich könnte es vielleicht schaffen. Dem, was ich habe. Wenn es auch nichts Richtiges ist. Hm. Ich möchte jetzt eigentlich das Gebäude nicht zerstören, nur damit ich Soldaten bekomme. Das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen dann. Ich hoffe nicht, dass der Letzte das jetzt schaffen wird. Das wär's ja gewesen, ey. Hä? Der ist aufs Minimum gefahren. Nee, jetzt echt? So ein Schwanzgesicht. Das darf echt nicht wahr sein. Da leck mich doch mal am Arsch. ich glaube, ich werde erstmal angreifen. Mann werden reichen, oder? Du Wichser, ey. So, du Sack, ich hab einen Hauptmann. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich einen Hauptmann habe. Komm, fang ihn ab hier. Da ist gerade wenig los. Ja, 15 Mann. Ist ja nicht viel. So. Jetzt kriegen die mal eine vorn Latz geballert. Hauptmann greift an. Hätte ich das gewusst, hätte ich nur mit einem angegriffen. Nur mit meinem Hauptmann. Das hätte ich bestimmt geschafft. Wieso habe ich einen Hauptmann, verdammt? Das ist unglaublich. Da hat mein Hauptmann platt gemacht. Aber ich muss. Das ist hier zu unsicher. Das Gebäude ist nicht gut.
dass ihr so ja, so dasteht. Ganz schlecht für mich. Deswegen kaputt machen. Da oben. Meins. Zwei Soldaten verloren. Also haben wir noch 13. So. Nächste. Komm, mit dem wird es jetzt klappen, oder? Der würde nicht. Jetzt haben wir 12. Der würde nicht 15 Soldaten platt machen. Nee. Glaube ich nicht. Ihr kennt ja meine Devise, er greift mich an, ich greife ihn an. Also das kann jetzt nicht sein. Der eine hat ein Hauptmannblatt gemacht. Und dann noch ein Unteroffizier und ein zweiter jetzt wahrscheinlich auch noch. Das Spiel ist echt unlogisch gemacht. Mal ist es... Da hat man gute Chancen, mal hat man schlechte Chancen. Es kann sein, hat er einen Lauf und macht meine ganze komplette Staffel am Arsch, oder wie? Nee. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, das Land gehört wieder uns. So. Sicher? Sicher. Gut. Ziehen wir gleich mal einen Weg hier hoch. Weil das die meinen, die müssen jetzt noch irgendwie. Die greifen jetzt schon wieder an. Nee, oder? Oh, hat denen das jetzt nicht gepasst hier? Seid ihr doof? Da war nur ein Goldbarren drin. Ich dachte, die schmelzen die so kranke. Also irgendwie kriegt es der Gegner nicht gebacken. Der kriegt es irgendwie echt nicht auf die Reihe so. Das ist gleich schon wieder voll. Oh, da unten ist auch. Cool. Wird angegriffen. Wo? Ach, hier. Hey! Das ist aber mal gut. Wieso zum Henker greift er jetzt an? Der, ich hab doch gerade selber... Das ist doch nicht wahr. Ich verstehe die Logik von dem nicht. Aber irgendwie ist er nicht blöd. Er hat mich jetzt an der Eier natürlich, gell? Und natürlich wird das Gebäude hier dann auch drauf gehen. Ich kann es nicht mal besetzen. Und der hat immer so einen guten Lauf. Der macht es immer so perfekt. Der Sack. Guck, und schon wieder hat er was eingenommen. Der will an das Gebäude hier, glaube ich, kommen. Okay, haben wir verloren. Ist egal. Werde ich mir wiederholen. Weil ich die Chance dazu habe. Kampf verloren. Ist wurscht. Hier kommt er nicht ran. Hier kommt er nicht ran. Der Rest ist egal. Habe ich eigentlich nochmal einen Hauptmann? Nö, das war mein einzigster. Na toll. Und den habe ich gleich zerbröselt an der Front. Noch besser. Zurück. Wir sind ja mal nicht so. Wir haben es ja. Und außerdem besetzen sie gerade nicht ganz komplett. Die lassen gerade so schön am Minimum alles. Oder sie schicken einfach nur viele Soldaten. Das kann auch sein. It's a me! Mein. Achso, da wäre ja auch wieder Nachschub gewesen. Hey, ich glaube, das kriegen wir da unten. Ach shit! Scheiße, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ich sollte noch Gebäude besetzen hier. Oh, Backe! Okay, einmal bitte zurückfahren. Auf gut. Dankeschön. Ach, da hockt ein Hauptmann drin.
Oh nein, das bedeutet der Tod all meiner Soldaten, so wie es aussieht. Oh shit, hätte ich das gewusst, dass der da reingeht. Dann hätte ich die Schlacht gar nicht gemacht. Oh, Backe. Okay, vielleicht kann man Leutnant was gegen den machen. Ich glaube, ich habe schon zu viele Schläge eingefahren, ja. Okay, jetzt kann ich eigentlich nur warten wieder, bis ich genug Soldaten habe. Und hoffentlich werden sie jetzt das hier mitbesetzen. Nein, die werden alle sterben jetzt an dem, das war klar. Scheiße, wieso lassen die den fucking Hauptmann da drin? Mann, hätte ich das gewusst, ey. Ich habe nicht aufgepasst. Das werde ich auf gar keinen Fall wieder zurückgewinnen, so. Die werden alle sterben. Die besten Soldaten. Egal, deswegen gehe ich auch zurück auf halb, damit ich Gebäude besetzen kann. Und dadurch werde ich dann auch wieder bessere bekommen. Land verloren. Toll. Glück gehabt, dass wir es noch besetzt haben davor. So, jetzt macht mein Obergefreiter, macht ihn jetzt platt, oder? Jawohl, komm. Hau ihm was vor den Latz. Komm nochmal und... Hau Stütz zu. Nö, klappt nicht. Naja, diese Runde werde ich wahrscheinlich leer ausgehen. Wenigstens sind meine Minen wieder geschützt. Und der Sack kommt da nicht ran. Das ist wichtig. Der Rest ist egal. Dass wir wenigstens richtig Material haben. Und züchten können. So, jetzt werden wieder angespart. Das bedeutet, unsere Gebäude sind soweit wieder voll. Guck mal, der macht sich da voll den Schlawenzel hier. Macht alle kaputt. Das gibt's nicht, ey. Jetzt füllt er wieder, oder? Ja, er geht wieder auf halb. Auf halb voll geht er. Von ganz leer. Also wird jetzt hier der nächste Auto-Soldat dastehen. So eine Verschwendung jetzt. Naja, können wir nichts dran ändern. Müssen wir so hinnehmen. Da wird jetzt auch mein letzter nichts dran ändern. Einfach den besseren Soldaten gehabt. Und natürlich KI ist immer besser. Arschloch. Naja, was soll's. Es kommt ja wieder Nachschub. Ich produziere gerade wieder kräftig Soldaten. Nur das Problem ist, ich kann nicht auf halb bleiben. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mache. Der wird auch bald wieder angreifen, bestimmt. Wieso zum Henker liegt hier ein Schild rum? Ach, lagert ihr das ein hier? Nee. War wahrscheinlich hier alles wieder voll. Nein, das gibt's. Ah, hier unten geht's immer schnell mit den Unteroffizieren, ne? Aber es spielt auch keine Rolle, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.